Sonnenklar TV live vor Ort. Wir sind für immer, für Sie live vor Ort an den schönsten Orten unserer Erde und die befinden sich zum Glück nicht nur immer ganz weit entfernt, sondern vor unserer eigenen Haustür, nämlich in Deutschland. Und ein ganz, ganz toller ist Kiel, Schleswig-Holstein, Landeshauptstadt. Und mein Kollege Christian Klump, der war heute Nachmittag oder heute Vormittag schon in der Innenstadt unterwegs. Und wie es sich gehört, für Kiel muss man natürlich auch mal auf ein Boot gehen, oder? Und da ist er jetzt. Viele Grüße nach Kiel. Hallo Christian. Ja, hallo Marc, liebe Grüße nach München und herzlich willkommen, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Du hast vollkommen recht, Marc. Wenn man hier in Kiel ist, sozusagen das Tor nach Skandinavien, dann muss man eben auch mal so auf so ein Boot. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich so ein bisschen seetauglich bin. Ja, aber ich habe einen tollen Gesprächspartner an meiner Seite, der wirklich sehr, sehr erfahren ist. Also ein alter Seebär, möchte man fast sagen. Ich freue mich sehr. Hanno Gens, er ist Segeltrainer hier in Kiel. Moin, Christian. Ja, man sagt hier Moin, ne? Nicht Moin, Moin, ich habe gelernt, sondern Moin. Moin, Moin, da geht's. Wir sind jetzt hier am Bootshafen, ist das? Ja, also zum, sagst du. Wir sind hier in der Kieler Förde, in der Innenförde. Und hier ist unser Segelrevier vom Camp 24-7. Und jetzt fahren wir so ein kleines bisschen rein. Da zeigen wir euch die Fischhalle, die ehemalige Fischhalle. Und das ist jetzt Schifffahrtsmuseum. Früher war das, hast du schon gesagt, war das die Fischhalle, aber da gibt es jetzt keinen frischen Fisch mehr. Nee, jetzt gibt es da keinen frischen Fisch mehr. Der kommt vom Seefischmarkt, aber auch ganz frisch natürlich in Kiel. Und die Fischhalle ist einfach zu klein geworden. Früher war das alles ein bisschen ländlich hier. War das kleine Dörfer, die sich zum Stadtbild zusammengeschlossen haben. Liebe Zuschauer, Sie merken es, wir sind wirklich unterwegs. Ja, es ist keine stehende Kulisse oder sowas. Und es schaukelt auch ein klein wenig. Der Hanno, der hat schon wirklich sehr, sehr viel erlebt. Der war auf den Weltmeeren unterwegs, unter anderem ja, ganz weit über dem Atlantik. Genau, da habe ich mir meinen Traum erfüllt von der Atlantiküberquerung. Und da bin ich in Kiel losgefahren, aber per Anhalter, nicht auf meinem eigenen Schiff. Aber immer ein Segler, ne? Immer mit Segelschiffen, genau. Holland, Teneriffa und dann über den Atlantik 21 Tage nur Wasser. Irre, ne? Liebe Zuschauer, was für ein Abenteuer. Und jetzt ist er natürlich, oder seit einiger Zeit ist er eben hier, bildet nicht nur Kinder beim Segeln oder mit ihm im Segeln aus, sondern eben auch Erwachsene. Ich habe gehört, über 3.000 pro Jahr. Genau, wir haben 3.000 Kunden pro Jahr, überwiegend Kinder und Jugendliche. Aber am Wochenende haben wir auch Erwachsenenprogramm, auch Familienprogramm, dass die Eltern mit ihren Kindern segeln können. Wenn ich hierher komme und möchte so einen Segelkurs machen, liebe Zuschauer, Sie sehen es, wir sind richtig gesichert mit Weste, mit Hose, Jacke. Wir haben eigentlich alles, was man braucht. Ja, wie lange braucht man für so einen Turn? Wie lange bräuchte ich, um das zu erlernen? Manche lernen das in der Woche und manche nie. Und manche nie. Was muss man berappen? Also die Segelkurse, die sind so um 40 Euro für Kinder. Die dauern dann eine Woche, jeweils 3,5 Stunden am Tag. Und ja, genau. Und da manche lernen das halt ganz flott und manche brauchen zweimal einen Kurs. Wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, geschäftlich hier unterwegs bist und du bist mit deinem Boot privat auf dem Wasser, wo zieht es dich hier am meisten hin und wo würdest du sagen, sollen die Familien, die hierher kommen, am besten Urlaub machen? Na gut, wir haben halt die wunderschönen Strände hier an der Ostsee, die schon fast karibisch sind. Und wir haben auch keine Gezeiten hier, deswegen ist alles ganz ruhig. Und wenn das Wetter mitspielt, dann kann man da eine schöne Zeit verbringen. Liebe Zuschauer, natürlich fehlt oder darf ein leckeres Fischbrötchen nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben hier einmal Lachs, das ist für den Hanno. Und ich habe gesagt, ich würde unbedingt mal so einen Kravenzmann probieren. Ich kann da jetzt, ups, nicht reinbeißen. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt guckt aber so leicht der Stift, lieber Hanno. Ja, wie schnell fahren wir? Wir fahren jetzt so 3 Knoten. Und das ist eine schöne Reisegeschwindigkeit. Aber genau, wir haben nicht alle Segel oben jetzt, aber da kommen wir ganz gut voran. Wir sehen jetzt auch im Hintergrund das Museum. Ja, das, also, liebe Zuschauer, das war früher die Fischhalle, genau. Und jetzt ist es das Schifffahrtsmuseum. Genau, Schifffahrtsmuseum schon seit langem. Da ist eine schöne Ausstellung drin. Die ganze Kieler Stadtgeschichte, was das Maritime. Welches Schiff sehen wir im Hintergrund? Das ist die Bussard, liegt hier. Das ist ein ehemaliger Tonnenleger.
Das ist jetzt auch alles moderner geworden. Und dann noch die Stadt Kiel, das ist so ein Ausflug, ehemaliger Ausflugsdampfer hier von der Stadt. Liebe Zuschauer, Sie merken es schon, Kiel an Land oder auch vom Wasser aus ist immer eine Reise wert. Kommen Sie hierher, hoch in den Norden. Vielleicht sehen Sie den Hanno Gens, machen eine kleine Tour mit ihm. Ich glaube, das wäre eine tolle Geschichte. Und dann probieren Sie auf jeden Fall so ein lecker Fischbrötchen dieser Kravenzmann. Ich kann ihn nur empfehlen, werde ihn auch gleich probieren. In diesem Sinn, ja, lieber Marc, ich werde für dich mit abbeißen. Liebe Grüße zurück nach München. Sonnenklar TV, live vor Ort.